Ni ho, Gerampiri, Eyokaso, Susika! Und somit hallo und herzlich willkommen zurück in Japan. Runde Nummer 13 von 16 in unserer zweiten Koop-Saison. Das letzte Rennen hat nicht ganz so nach unseren Vorstellungen funktioniert, so wie es generell die letzten 5 Rennen schon war, gefühlt. ja. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Der Kasel hat mal geschaut wegen der Strafenbegrenzung. Track Limits. Track Limits, hast du dich abschrauben? Genau, also das Ding ist eigentlich das, wir haben ja ursprünglich, wo wir das Co-op-Projekt gestartet haben, haben wir gesagt, kann man ihn auf Standard stellen. Weil eben auf Strict ist es halt einfach echt bitchig. Und ja. Ich habe es jetzt mal schnell rein da. Wir sind zwar nicht aus dem Game rausgegangen. Es ist jetzt mal noch auf Regular. Regular. Und jetzt hoffen wir eben auch, dass die Regula mit uns bleibt, so damit wir nicht wieder dank irgendwelchen blöden Fights, Penalties bekommen und dann wieder aus den Punkten rausgespielt werden. Es ist wirklich jetzt eklig geworden. Wir haben viele Punkte verloren. Ja, vor allem ich, ja. Wie oft, dass ich aus den Points droppt bin. Ja, das ist krank. Anyway, ja. Ich denke, Japan wird schwierig. Japan ist eben. Das Ding ist eben, KI ist da wirklich sehr stark und ich glaube, wir werden nicht so stark sein oder wir werden die Performance einfach nicht haben. Aber wir machen auf jeden Fall das Beste daraus. Und ich würde sagen, wir können. Ja, das weiss ich nicht. Wie gesagt, es ist der Qualifier. Du bist mal optimistisch, Mann. Let's go! So, also wir sind hier im Qualifying angelangt, nach einem absolut wirklich grämen Interview vom Kassel. Ja, so sieht es aus. So sieht es aus. Testing. Wieder gleich wie in Russland gewesen. Einfach so ein bisschen so lala. Die haben so. Also ich vor allem gegen Ende Setup nicht so viel gesehen. Am Anfang schon, aber irgendwie hat es mir doch nicht ganz so gepasst. Vom Speed her auch. Und der hat es von vorweg nicht gepasst. Das hat dann auch eruiert in einem wunderschönen Abflug, wo innerhalb Millisekunden du gesagt hast: Oh, ich bin tot. Und dann ist schon direkt schon der Castle retired. Also muss aber, ich habe 8 Zettel im dritten Sektor auf einen aufgeholt. Also ich bin dort huere schnell unterwegs gewesen. Also Hoffnung ist da. Hoffnung ist da. Eis 38. 8. Alter, wie kann der Mazepin noch zu scheiße sein? Oh mein Gott, Alter, was fährst du mich hin? Ich habe die nicht gesehen, ich habe gerade auf die Zeitentabelle geschaut. Alter, ich bin mich gerade am Kratzen gewesen. Ich so, der bremst schon ab. Nein, ich habe gerade auf die Zeitentabelle geschaut. Nein, willst du neu starten? Oh nein, ist schon gut. Scheiß drauf, oh, das wäre einfach Korks gewesen. Aber da noch kann ich noch mal viel Zeit holen. Die alte Pylone. Da, 1,4. P9. Ja. Alter. Und das mit dem schnellsten Sektor. Und jetzt kommt KI noch. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he starts from pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Norris, Lewis Hamilton and Gasly, Bottas, Giovinazzi, Ocon and Yuki Tsunoda, Raikkonen, Leclerc, Sebastian Vettel and Stroll, Latifi, Russell, Mick Schumacher and Nikita Mazepin, the captain and Shepherd. And now it's time to head down to the track. Ja gut, Leclerc hat aber auch Strafe bekommen. Ja, voll. Ich starte, glaube ich, mit Softs. Ich bin gerade Carola, es geht eh einen Massencrash am Anfang. Eben, ja, darum. Wenn ich auf Softs gehe, dann kann ich mit Mediums fertig fahren. Ah, Mann, ey. Ja, mal schauen, wie das rennen wird. Ob es eine kurze Folge gibt oder eine lange Folge. Ich glaube, eine kurze Folge. Wobei ich sich darum gar nicht etwas zu machen. Ein guter Start. Ich auch, und das bin ich wieder an die Wand so gedrückt worden, wie in Russland.
Mein Gott, ehrlich, das Game manchmal. Oh, und ich habe vom Vögel weg. Ganz weg? Ja, einfach nur geil auf einer Seite. Ja, wow. Oh. Das ist fast der Schuhmacher. Merci. Ah, Mann. Du hast ja gesagt, es ist gut, dass sie mich... Ich kann ja auch Mediums Konfetti fahren. Ja. Aber ich komme nicht mit CheckU-MFD. Ja, bei dieser Strecke ist ein Frontwing nicht so wichtig, oder? Nein, gar nicht. Ah, wir glauben, dass wir eine alternative Strategie haben, ja. Ja, ist eigentlich noch easy. Da kann ich in Mediums gehen, wenn eine Safety-Car-Phase noch könnte, ich kann wieder zurück auf Softs. Die hat mir jetzt fast den Frontflügel abgefahren. Nice. Ja, bei dem habe ich mir den Frontflügel abgefahren. Dann nehme ich genug Abstand von in dem Fall. Oh mein Gott. Aber es ist wieder genauso wie in Spielberg. Das Auto vor mir war, fahrt in die Kurve rein und bremst nochmal einen ab. Und ich bin so dicht hinter ihm, keine Chance zum Bremsen und habe ihn. Ich habe jetzt gerade wieder Flashbacks zu Belgien, wo ich da bei 130R muss ab dem Gas drauf gehen. Ich diesen Vollidioten nicht, dass ich sie nicht der Kurve durchstoßen. Na, fahr ab, Latifi, Mann. Du verschießt mir einen fucking Williams. Was hast du das Gefühl? Oh. Jetzt habe ich fast eine Sekunde auf einen Russell, Mann, nach dem. Okay, dann haben wir mal Speeding in der Pitlane. Nein. Ja, das... Ja. Ja, das ist vorbei. Das ist immer das Schlimmste, wenn du aufholen und dann noch eine Penalty hast, dann weisst du einfach, es ist vorbei. Ja, das Einzige, wenn jetzt eine Safety Car Phase kommt, wäre es gut, weil dann könnte ich nämlich das auch in der Safety Car Phase wieder absetzen. Wieder absetzen, ja. In 5 Sekunden. Egal. Es gibt halt einen Overtake in 130R. Hat sogar funktioniert, nicht schlecht. Ohne Crash. Nochmal ein Overtake bei 130R. Ja, aber jetzt habe ich das schon, das ist gut. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Mhm. Ich hab gemerkt, das ist der Dings. DRS in dem Sinn. Oh mein Gott, Alter. DRS, what the fuck? DRS, mein Gott, hallo. Oh, kannst du mir gerne mal absparken da vor mir? Jetzt haben wir noch fast einen Frontflug in den Arsch gemacht, danke. Teammate in den Pits. Nein! Come on, oh, Halleluja! Safety car. Ich hoffe, die tun mir nicht irgendwie den Wing wechseln jetzt. Weil ich bin noch kurz in Ocon rein. Halleluja! Hure Panik gehabt. Bring it in safety car. 3 Sekunden Pitstop! Haben sich Zeit gelassen. Die Burst. So, jetzt hoffen wir, dass der andere gerade etwas bringt. Ich habe wirklich noch nie an einem gescheiten Ort hinbekommen. Undercut hat auch nicht gebracht, super. Immer noch P12, verdammt. Mein Gott, Alter! Oh, ist das Hausbrechermanöver von mir? Scheißegal, ich habe den Platz. Okay, you're in the top 10. Ah, da weißt du was. Ja, ist am gescheitsten. Passiert nichts mehr. Fifth and 4 Gene. You should have looked like some rock stars. Now it just looked like a bunch of ankles.
Hey, ich hätte die Pace hätte die gute gehabt. Ich wäre so schnell gewesen, aber meine Mediums sind abgegeben. Schau, wie sie verteidigen. Du Hund. Du verdammter Hund, Alter. Ja, es geht um Punkte. Ja, er hat mir gleich den Frontflügel kaputt gemacht, weil er das gleiche gemacht hat wie du. So ein bisschen links-rechts twitchen, Mann. Doch nicht verzählen, Mann. Es hat ihn wirklich Bock gehabt, auch rauszukesseln. Aber nur grün, oder? Immer noch. Ja, zum Glück. Aber gleich, ich hätte noch Bottas holen, weißt du? Wirst du merken. Ah, ja, Rechtskurven. Nein, Linkskurven. Nein, alles. Der Giovinazzi verpiss dich. Du kannst dich wirklich ins Knie ficken. Ich bin gerade hinter der dritte Tür hinter dir. Behalte dich gleich hinter mir. Ja, das wäre ein P8-Finish gewesen, Mann. Wenn nicht sogar noch mehr. Schau, wie sie dort rumschnacken sind. Mein Gott, der verdammte Nigur. Ein Vollidiot, Mann. Oh, schiess noch raus dort, Bottas. Mach das. Nein, ich lasse dich da schön betteln. Ich ziehe dann meinen Profit. Ja, da haben wir den. Ist langsam, ne? Ja, extrem. Vielleicht das Problem. Aha. Boah, der Essenstür ist ganz schlimm. Holy fuck. Ja, jetzt ist der Antonio wieder da. Antonio. Jesus is back. Oh, innen. Hä, wieso hat er jetzt abbremst? Ja. What the fuck? So ja, so. Ah, nein, doch nicht. Ich könnte ihn zwar überholen, aber. Nein. Der Streckenposten hat gar nicht ausgesehen wie ein Japaner. Das ist das wichtigste Detail. Und das hast du natürlich auch gesehen mit deinem Adlerauge. Der ist eher von europäischer Natur. Ja, wirklich. Den habe ich sogar schon mal in Portugal gesehen. Oh mein Gott, Alter. Wäre der Frontflügel nicht kaputt gewesen, hätte ich mich vorher bis zum Leclerc führen kämpfen können. Die dort so das dritte Fighter gewesen sind. Aber ich kann einfach den hier noch machen. Und dann geht es gleich noch daheim. Nein, ah, schade. Bei Sekunden. Ich kann sich noch fast ein Abschluss kommen. Hinter dem Video, du wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, bis. Ey, nein, gib mal. Weißt du, letzte Runde hat es nur für Warnung gegeben und jetzt? Ja, aber wenn du es zweimal gemacht hast, darum. Ja, trotzdem Driver of the Day. Oh, gute Leistung, Alter. Geiles Game, wirklich. Es macht so Spass. Ja, gut. Dann würden wir mal sagen, wer es gewesen. Wieder mal eine Schmäh von einem enttäuschenden Rennen in Japan. Das ist wirklich schlimm. Ich sage immer das Gleiche in den letzten vier oder fünf Episoden. Das ist schon krass, ja. Falls euch aber trotzdem die Folge gefallen hat von F1 2021 Coop-Season, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Dann geht es in die USA. Und mal schauen, was wir dort werden rausholen oder reissen oder wieder fehlen. Mal schauen. Sicher Regenrennen. Ja, bitte nicht. Ja, bitte nicht. Vielleicht ist es ein Brasilien-Regenrennen. Dort regnet es so gerne. Aber ich hoffe es jetzt auch nicht. Das einzige Rennen, wo man anständige Pace hat, kommt verschiffen. Das wird wirklich so kommen. Das ist gut möglich. Das ist wirklich gut möglich. Ja gut, also wie gesagt, wir sehen uns wieder im nächsten Rennen und bis dahin, mach es gut, schönes Tagli noch und ciao! Ciao, ciao, ciao!